Hallo, hier ist der Martin von Money Monkeys, das ist die DAX-Analyse für Freitag, den 13.12.2019. Ich bin jetzt ein bisschen spät dran. Ich hatte eigentlich gedacht, dass jetzt hier noch die Ergebnisse von den UK-Wahlen eintrudeln. Aber wahrscheinlich kommen die auch gleich noch. Egal, wir schauen jetzt einfach mal drauf. Unser DAX hat sich zum Donnerstag extrem bullig gezeigt. Wir hatten ja gestern hier schon gesagt, dass da ein bisschen Anschieberei mal helfen könnte, unseren DAX da ein bisschen zu pushen. Hatten ja auch zwei von drei Routen eher mehr nach oben gezeichnet. Interessant ist, wir haben unten die 13.110 bekommen. Na, die 13.110, die war ja hier, und die 13.080, das waren dann zwei wichtige Marken gewesen. Vom Verlauf her nicht so ganz das, was wir wollen. Mehrere Sachen vermischt. Auf jeden Fall oberhalb sehr aktiv gewesen, sehr sauber, finde ich. Ne, also das ging ja schon los mit der 220 hier, als die kam. Die hat er ganz schick genommen. Auch wenn hier vom Trigger her schon ein bisschen mehr Platz war, Richtung 250, 260. Hat man ja so gesagt, ne, wenn er direkt durchgeht, wäre eher 250, 260 relevant. Hat sich von der 220 erstmal richtig, 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 richtig in den Bug geschossen. Dann eben die 13.110 hier noch geholt. Die auch recht sauber angelaufen. Und dann gab es hier schon den Schuss oben raus von Trump. Bis fast an die 300 ran. Hier fehlt mir jetzt noch so ein kleiner Kontakt oben an dem Kanal. Das könnte ich mir noch gut vorstellen, dass das jetzt zum Freitag kommt. Der Freitag aber noch nicht über den Kanal geht. Das wäre eigentlich recht passend. Und dass der Markt dann eben erst zum Montag diese Hürde nimmt. Ja, dass man hier jetzt einfach nochmal zurückläuft, das sieht man sehr häufig. Meist reißt der Markt sogar im dritten Kontakt das ein bisschen aus. Ne? Er schiebt sich hier ein bisschen drüber, ein bisschen deutlicher, rutscht dann aber nochmal zurück. Das dürfte dann auch sogar nochmal ein neues Tagestief geben. Und dann wird er sich wahrscheinlich erst am Folgetag dann rausheben können. So, das wäre jetzt erstmal das, was ich jetzt hier so auf der Ebene sehen würde. Andererseits haben wir jetzt schon eine sehr fortgeschrittene Bewegung. Ne? Wir sind jetzt auch schon fast wieder 400 Punkte angestiegen. Sollte der Markt jetzt hier zurücksetzen, glaube ich, würde er sich das nicht nehmen lassen, hier nochmal unter das Tief zu schlagen. Ich weiß gar nicht, wie viele Stops da nun liegen werden. Das wird sehr reizvoll, aber der wird tiefer gehen. Das denke ich schon. Das heißt, sollte der, nehmen wir mal das hier weg. Nehmen wir das weg. Sollte der jetzt zum Freitag anfangen zu korrigieren, dürfen wir davon ausgehen, dass das über Montag, Dienstag wieder anhalten kann, so wie das schon die ganzen letzten 2 Wochen und so relativ häufig der Fall war, dass der Markt einfach sich hier jetzt nochmal so einen Bogen holt. Na, hier langsam smooth runter, 1,70 erstmal ran. Unter 1,70 dann gewiss auch hier nochmal unter dieses Tief, das wird es sich dann nicht geben lassen, sodass ich durchaus schon sagen würde, so mit Unterschreiten der 1,70 sollte man dann den Korrekturplatz einräumen. Dabei wird es sich vermutlich so viel Zeit nehmen, wie es sich für diese Strecke Hochzug genommen hat. Erstes Ziel wäre eben hier einmal drunter, ne, um die Stops zu bereinigen. Erstes Ziel da einmal drunter und dann nochmal kurz hoch, dann wieder runter. Über einen Montag, Dienstag vielleicht. So. So. Und dann aber von dort auch wieder oben raus. Ne? Also das muss man ganz klar sagen. Durch den Donnerstag haben sich jetzt die bullischen Varianten verhärtet. Ne? Wir haben wesentlich mehr Chance jetzt oben raus. Tendenz damit aufwärts. Chartlage wieder positiver, deutlich positiver. Und ich würde sagen, das können wir doch dann hier ruhigen Gewissens so mal mitnehmen. Kommt vom Zyklus nicht ganz hin. Müsste schon Dienstagvormittag dann da ankommen. So, ich glaube, das passt. Das passt gut. Das könnte ich mir vorstellen. Jo. Ansonsten sollte er vorzeitig oben rausspringen. Wir können auch das hier unten natürlich erstmal noch drin lassen, auch wenn das jetzt ein bisschen an Relevanz verliert. Da es momentan eher danach aussieht, als kriegen wir einen Ausbruch oben. Sollte allerdings niemals nie sagen. Wie gesagt, es ist noch die. Ach, da kommt es gerade schon. Jetzt ist es durch. Der DAX ist schon bei 300. Hallo, 325 im Hoch. Jo. Zuckt jetzt erstmal brutal zurück. Zuckt jetzt erstmal so brutal zurück. Das Pfund 2% oben. Weltklasse, Weltklasse, Weltklasse. Das ist stark.
Das ist stark. Gut. Okay, also dann wird es wichtig, wie unser DAX ist hier oben notiert. Sollte der DAX direkt oben aus diesem Trend raus eröffnen, müssen wir mit einem Ausbruch rechnen. Genau, das wollte ich nämlich noch warten. Deswegen wollte ich gerne das Video erst danach einsprechen jetzt hier. Das hat jetzt gut gepasst. Sollte der DAX hier rausgehen, würde ich sagen, direkt 13.400. Die würde mal kurz anlaufen, würde kurz antriggern, sich dort zur Seite schieben und dann weitergehen. Ziel wäre dann gegebenenfalls zum... Da müssen wir ein bisschen höher greifen, vielleicht 4,85, glaube ich, wäre nicht mal das erste. Ich würde dann schon eher auf die 5,32 gehen, na, dass wenn der Markt oben raus eröffnet, man hier durchaus damit rechnen darf, dass wir hier oben ein bisschen randalieren könnten. Na. Also diese typischen Umkehrtage, wie das zum Donnerstag so der Fall ist, die gibt's ja zum, die sind zum Freitag eher untypisch, ne? Also Freitage, die knallen, glaube ich, schon durch. Der kann gut und gerne bis zum Nachmittag durchziehen, wenn er Bock kriegt. Wenn jetzt per 300 schon reinkommt. Wenn er drüber öffnet, ne? Der Trend liegt jetzt bei 310. Wenn er da drüber eröffnet und das halten kann, auch 9 Uhr halten kann, ja, geben Sie dem Raum, lassen Sie den atmen. Ja, der kann sich gut entfalten jetzt hier. Man hat es ja gesehen, was auch das hier schon geschoben hat, wenn jetzt noch die Brexit-News dazu kommt. Lassen Sie dem ein bisschen Luft, hauen Sie sich nicht zum Freitag dann irgendwie die Wochengewinne. Wenn Sie eine gute Woche haben, nehmen Sie die mit, passen Sie auf die auf, hüten Sie die, ne, dass Sie sich dann nicht irgendwo verhauen. Gut, okay, alles klar. Dann soll es das soweit von meiner Seite sein. Im Tagesschau brauchen wir nicht reingucken, der ist grün, das sieht nach aus für feuerfrei. Haben wir gestern hier schon ein bisschen so einen kleinen Spruch damit gemacht, ne? Das sieht ganz gut aus. Ja, gestern haben wir gesagt, bis hoch an die 3,20, glaube ich, ne? Beziehungsweise mindestens mal hier. Das hat er jetzt gemacht. Wenn man jetzt so sagt, könnte man jetzt hier sagen, okay, hier ist jetzt Platz bis 13,485. Dann haut hier die ganzen Shorts raus, die hier rein sind. Wäre aber folgerichtig, weil wir bekommen dann eine Trendfortsetzung, wir bekommen einen Flaggenbruch. Dann sind erstmal nach oben wieder ein paar Ziele aktiv, ein paar Ziele gültig. Muss man deswegen jetzt hier so erstmal dann oberseitig noch mit einplanen. Gut, okay, können wir auch ein bisschen steiler fassen. So viel Platz würde er sich nicht nehmen. Vielleicht sogar bis zum 15.12. und dann Abflug, wenn dann der Trump-Deal doch nicht klappt. Schauen wir mal. Okay, gut, dann soll es das von meiner Seite soweit sein. Ich wünsche Ihnen maximal Erfolge, gutes Gelingen und lassen Sie den atmen zum Freitag. Wirklich, merken Sie das. Nehmen Sie das Wort mit. Lassen Sie den atmen. Verhauen Sie sich da nichts. Jo? Gut, alles klar. Ciao.